Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit Pentax und Datacolor. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und das heißt, ich bin Boris Bergmann von Datacolor, bin aber heute nicht alleine, denn das Ganze machen wir in Kooperation mit Pentax. Das bedeutet, mein Kollege. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz hin und her schalten. Michael Frede ist heute mit mir. Mein Kollege heißt an dieser Stelle der Michael Frede, der für Pentax unterwegs ist. Michael, aber du stellst dich am besten selber ganz kurz vor. Ja, dann mache ich das doch mal glatt. Hallo, moin, moin, wie der Norddeutsche so sagt. Sitzt zwar gerade in Wiesbaden, tut ihm aber keinen Abbruch, leite hier ein bisschen die Entwicklungshilfestation. Ja, viele kennen mich vielleicht schon von einigen anderen Webinaren, die ich zum Thema gegeben habe. Ich bin Fototrainer, Reiseveranstalter und wir geben Workshops, Fotoworkshops, natürlich für die Firma Pentax, mit der Firma Pentax zusammen, wo ich dann mein ganzes Leben, hätte ich fast gesagt, durch die Gegend tingle. Und dort fotografiere, wo vielleicht andere nicht fotografieren wollen oder sich davon träumen, wie in arktischen Regionen. Aber dazu nachher ein bisschen mehr. Heute ist das Thema ja etwas, na, wie soll ich sagen, etwas trockener, will ich gar nicht sagen, aber dennoch aufregend und vor allen Dingen sinnvoll. Sinnvoll, das, was wir mit unseren Kameras machen können. Aber das sollte jetzt kurz von mir zu meiner Vorstellung reichen. Dann gebe ich mal wieder zurück zu Boris. Genau, danke. So, kurz noch was für diejenigen, bei denen es jetzt vielleicht im Hintergrund an der Tür klingelt. Wir werden dieses Webinar aufzeichnen. Es kann sein, dass wir es gleich in den nächsten Tagen online stellen. Sollte es etwas dauern gehen, ich sage ich einfach mal, spätestens in 4 Wochen sollte es allerspätestens online sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir das trotzdem schneller realisieren können, sodass Sie also gegebenenfalls an die kleinen Geister an der Haustür noch Süßes oder Saures austeilen können zwischendurch. Das macht also in der Form nichts, keine Krise deshalb kriegen. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns ins Vergnügen. Und zwar, wir reden über Farbmanagement für Ihre Kamera. Dabei reden wir von Datacolor-Seite letztendlich über drei Produkte. Und der Michael und ich, wir haben uns das heute so eingeteilt, weil wir Ihnen das ja ganz speziell in Verbindung mit den Pentax-Kamera zeigen wollen. Der Michael hat zum Lenskall und zur Bedienung und der Kameras an der Stelle einiges gemacht. Insofern werden wir dort einfach mal hin und her wechseln. Von unserer Seite werden wir uns intensiv um den Lenskal kümmern, der Michael und ich zusammen, den Spider Cube und Spider Checker dann im Hinterher auch mitmachen. Das Ganze so etwa, ich sage jetzt einfach mal 50, 60 Minuten und dann geht's in die Frage- und Antwort-Session. So, also, der Spider-Lenskal, hier sieht man ihn im aufgeklappten Zustand. Sie können ihn nämlich ganz flach auch zusammenklappen. Ich sage mal von den Dimensionen her flächenmäßig so ungefähr so groß wie ein Taschenbuch von der Fläche zusammenklappt in der Höhe. Ja, keinen Zentimeter hoch. So, was ist der Lenskal? Wofür brauche ich ihn? Er ist einfach für Ihren Autofokus da. Und zwar, um den Autofokus der Kamera zu kalibrieren. Jetzt muss man da sagen, jeder Hersteller nennt das leider ein kleines bisschen anders. Der eine sagt dazu Mikro-Adjustment, Fein-Adjustment, Autofokus-Adjustment, Autofokus-Feinjustage. Ich sag mal, jede Marketingabteilung ihr eigenes Pläsierchen. Letztendlich geht es darum, dass Sie Ihre Kamera-Objektivkombinationen kalibrieren können. Generell auch nochmal gesagt, wo, bei welchen Kameras kann ich das machen? Ich habe hinterher nochmal eine Auflistung, die begehrt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber Sie können so davon ausgehen, dass Sie bei den SLR-Kameras die Mittelklasse oder besser sind. Da haben Sie in der Regel diese Möglichkeit der Autofokus-Feinjustage. So, und wenn wir uns jetzt beide jetzt Lenskal hier an dieser Stelle mal ein bisschen genauer angucken, wie ist er aufgebaut? Ganz einfach. Sie haben hier unten einerseits einen Anschluss für ein ganz normales Stativ. Sie können das Ganze also auf Stativ positionieren, haben hier eine kleine Wasserwaage, um das Ganze auszurichten. Das Ganze ist Fiberglas
von Kunststoff her, ist damit sehr, sehr robust. So, und die Flächen, die wir haben, ist einmal die große Fläche und einmal die kleine Fläche, wenn sie im Makrobereich unterwegs sind. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum überhaupt muss ich denn sowas kalibrieren? Tja, da ist es ganz einfach. Der Michael wird vielleicht nachher nochmal eine Geschichte erzählen, was ihm gerade die letzten Tage passiert ist, weiß ich nicht genau. Wenn Sie einen Body kaufen oder sich Objektive kaufen, dann legt der Hersteller ein gewisses Maß an Qualität an. Und man kann da ja, ich sag mal, wenn wir jetzt beim Glas unterwegs sind, in die günstige Kiste greifen oder auch in die hochwertigen, teuren Linsen und Objektive. Je nachdem ist aber auch die Qualität oder beziehungsweise eben auch die Toleranzen. Und das Gemeine ist, wir haben ein Objektiv und einen Body und die können zueinander gut passen. Es kann aber auch sein, dass sich herausstellt, diese Kombination aufgrund der Toleranzen passt gerade nicht ganz optimal. Und dementsprechend haben Sie schon unter Umständen ein kleines Autofokusproblem. Das merken Sie ganz häufig gar nicht. Sie merken einfach nur, mit irgendeiner Kamera-Objektivkombination, die Sie denn im Schrank stehen haben, haben Sie eine höhere Ausbeute, was Schärfe angeht, und mit anderen eine schlechtere Ausbeute. Das ist einer der Punkte, weshalb man sagt, da muss ich mal ansetzen. Und man sieht das oben bei den Bildern, nicht? Das erste, das linke Bild, da sehen Sie, eigentlich sollte der Sekundenzeiger scharf sein. Pustekuchen, es ist hinten das Ziffernblatt scharf, jedenfalls das kleine da von dem von dem Zeitmesser. Aber auf dem rechten Bild, da passt das Ganze wieder. So. Mehr Faktoren liegen noch an, und zwar Objektive altern, ne? Die Mechanik und so weiter und so fort. Das ist einer der Punkte, die für Toleranzen sorgen. Abnutzung und Gebrauch ist auch ein Thema. Und Umwelteinflüsse. Und Michael kann auch davon ein Liedchen singen, ne? Wenn er nämlich, ich sag mal, in schwedisch Lappland unterwegs ist mit auf seinen Fotoreisen, dann ist das sicherlich eine gewisse Form von Stress auch fürs Material. Ha, Also Michael? bei minus 40 Grad und dann mal wieder rein in den warmen Bus, das ist schon lustig für so eine Optik und für dieses Kameragehäuse. Da ist es auch egal, welcher Name, welche Marke da drauf klebt. Normalerweise wird man es fast knatschen hören, so bewegt es sich in den Kisten. Also, Richtig. das noch Nicht? dazu. Und wie kann man da was machen? Ganz einfach. Natürlich, man kann das Ganze zum Kamerahersteller schicken. Die machen das gerne für Sie. Das Ganze ist relativ teuer und es dauert seine Zeit und in der Zeit haben Sie Ihre Kamera nicht. Oder Sie nehmen den Spider-Lens-Kanal. Und wie funktioniert das, beziehungsweise warum überhaupt? Und ich habe eben gesagt, wir reden über eine Kombination. Optimal wäre es natürlich, wenn ein Objektiv und eine Kamera mit Null Toleranz gefertigt werden. Ich habe jetzt hier mal eine Skala von plus 3 bis minus 3 stehen und wir sagen einfach mal, das ist eine imaginäre Skala und die Kameras bzw. die Bodies, die innerhalb dieser Toleranzen sind, wenn sie eingemessen werden in der Endkontrolle beim Hersteller, die sind in Ordnung. Wenn es plus 4 oder minus 4 wäre, dann würden die ganzen nochmal überarbeitet werden, damit sie innerhalb der Toleranzen sind. Jo, wenn Sie jetzt ein Objektiv haben, was ich sage jetzt einfach mal 2,2 auf unserer imaginären Skala ist, und eine Kamera, die 1,8 hat, jeweils Pluswerte, dann ist das eine Sache, die ergänzt sich gut und addiert sich quasi zu null. Oder in diesem Falle, die Differenz ist so gering, dass man sagen würde, macht nichts. Ja, das ist natürlich optimal, aber 100% ist das auch noch nicht. Es kann aber sein, Sie haben eine Kombination, die Kamera ist bei minus 1,5 und das Objektiv bei 2,2. Wie gesagt, immer imaginäre Skala, da ist nichts jetzt, das ist einfach von mir mal so hingelegt und gesagt, das sind die Toleranzen, innerhalb der die Hersteller jetzt fertigen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass sie je nachdem, in welchem Qualitätssegment sie unterwegs sind, da natürlich auch immer was Unterschiedliches bekommen können. Nur mal als Beispiel, es gibt einen Hersteller, der bietet das Ganze nicht an,
Leica, aber da kosten die SLRs und die entsprechenden Objektive auch so viel. Da Wenn du jetzt kriegt man gesagt hättest für die M9, dann hätte ich gelacht. Da müsste er es am Auge anbauen, das Ganze. Richtig, aber ich meine eher sowas wie eine S2, also insofern, und dafür kaufen andere schon ganze Ausrüstungen oder Sätze von Ausrüstung. So, das ist in diesem Falle natürlich fatal und das gibt dann immer wieder mal Unschärfen, beziehungsweise Michael, du darfst dann schon mal wieder die nächste Fotoreise buchen, ne? Genau. Schön für dich, wenn du wieder hinkommst oder deine Teilnehmer dann auch wieder hin dürfen. So, Lenskal hatte ich schon gesagt, das Ganze ist recht einfach in der Handhabung nachher auch robust, kompakt und schnell. Und ich sag mal, mit einem Anschaffungswiderstand von etwa 65 Euro, ich nehme jetzt einfach mal den Listenpreis, ist das, denke ich mal, auch noch etwas, was durchaus im Rahmen ist. So, und wie macht man das Ganze nun? Ich stelle mir den Lenskal auf und fokussiere an. Jetzt ist aber immer die Frage, wie mache ich das am besten? Ich würde Ihnen immer empfehlen, das Ganze, wenn es irgend geht, auf zwei Stative zu setzen. Dann steht das Ganze fest und es ist in Ordnung. Der Abstand zwischen Objektiv und Lenskal, circa 25 bis 50-fache der Brennweite. Je nachdem, welchen Hersteller Sie jetzt da fragen, sagt der eine 25, der andere sagt 50. Dann kommt auch immer die Frage, ich habe jetzt ein Zoom-Objektiv, was mache ich dann? Sie nehmen immer den oberen Wert, Sie machen das Ganze bei offener Blende. Es gibt mit der Mark III, mit der großen, die ist die einzige, die auch für ein Objektiv zwei Werte speichern kann. Alle anderen Kameras am Markt speichern nur einen Wert, deshalb nimmt man dort immer die lange Brennweite bei einem Zoom-Objektiv. Ich empfehle an dieser Stelle, wenn Sie sich um den Abstand zwischen dem Objektiv und dem Lenskal kümmern und Sie setzen Objektive eher auf lange Distanzen ein, dann gehen Sie tendenziell auf den 50-fachen Wert. Wenn Sie Objektive eher auf kürzere Distanzen einsetzen, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Sie haben eine Vollformatkamera, Sie haben einen Porträt-Tele 85 mm und Sie setzen es wirklich im Porträtbereich ein, also auf eher eine etwas normale oder größere Distanz, dann nehmen Sie eher den längeren Wert. Setzen Sie das Porträt-Tele aber ein, weil es auch noch als Makro ausgelegt ist, auf kurze Distanzen, so ich sag mal nur ein Auge oder ähnliches zu fotografieren. Und wenn Sie das regelmäßig machen, dann gehen Sie eher auf den 25-fachen Wert. Wichtig ist aber, dass Sie beim Fokussieren, und der Lenskal steht hier senkrecht mit diesem Schachbrettmuster, dass Sie beim Fokussieren immer auf dem Schachbrettmuster bleiben. Hier das Kleine nochmal für den Makrobereich. Sie dürfen gerne hier ein bisschen weiter rüber. Keinesfalls aber auf das Lineal, denn das Lineal ist ja hier, wie man sieht, im 45-Grad-Winkel angeordnet. Das ist das, was Sie nicht dürfen. So, der Fokuspunkt. Dann fotografieren Sie das Ganze. Sieht man hier. Dann gehe ich an die Kamera. Hier ich mal im Schnellmodus. Wir sehen das gleich wesentlich genauer. Ich könnte mir an dem Kameradisplay jetzt das Ganze angucken. Nehmen Sie Speicherkarte raus oder machen Sie per Tethering den Schuss, dass Sie sich das Ganze am Monitor angucken können. Denn dann sehen Sie, wo die Schärfe ist. Hier in diesem Falle bei 2,6 ist also nicht 0. Das heißt, ich gehe dann in die Kamera rein, korrigiere das. Das sehen wir aber auch gleich genau. Schieße hinterher nochmal, bis ich dann auf 0 bin. Das kann sein, dass man das ein, zweimal wiederholen muss und die Kamera merkt sich dann für die dieses Objektiv mit dieser Seriennummer den Wert. Theoretisch kann ich den auch jederzeit wieder überprüfen, aktualisieren, überhaupt kein Prima. Und wenn Sie jetzt sagen, das kommt doch gar nicht so häufig vor, wir haben auf der letzten Fotokina haben wir 1050 Kamera-Objektiv-Kombinationen kalibriert. Wir haben nämlich das Angebot gemacht, bringen Sie uns Ihre Kamera und ein Objektiv mit. Wir messen das Ganze ein, wir kalibrieren das Ganze für Sie. Und von den 1050 haben wir 650 kalibrieren müssen. Die meisten nicht sehr extrem, glücklicherweise, aber durchaus bemerkbar. Und wenn Sie unterwegs sind, ich sage jetzt einfach mal Whale-Watching, und Sie haben gerade ein Foto, wo Sie sich hinterher die Krätze ärgern, dann muss das vielleicht nicht sein. Und ich
Ich hatte gesagt, ich bringe mal eine Liste mit, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und an der Stelle, Michael, ganz unten rechts die neueste Pentax, die K3. Und ich denke mal, das zeigst du uns an der Stelle doch einfach mal. Dazu gebe ich mal den Bildschirm an dich weiter. Den übernimmst du bitte jetzt und zeigst uns mal, wie das denn mit der K3 zu machen ist. Jetzt sieht man wahrscheinlich mein irres Desktop auf dem Jo. Windows-Rechner. Okay, und man sieht mich auch noch mal und ich muss es starten. So, ja, genau. Ich hüpfe mal gleich weiter, weil mein Konterfei steht hier gar nicht mehr zur Debatte. Ich habe hier ein bisschen aufgelistet, weil es ist ja nun halt auch ein Pentax-begleitendes Webinar. Die Kameras, mit denen ich es ausprobiert habe, das geht von der K30, K50, K5, 2S und der K500. Dort habe ich die Möglichkeiten, die Autofokus-Feineinstellung oder Feinjustierung, das ist je nachdem von Kamerahersteller zu Kamerahersteller unterschiedlich bezeichnet im Menü. Dann schaue ich mir das auch gleich nochmal an. Ich muss mir mal mein Panel hier ein bisschen wegmachen, sonst sehe ich meine eigenen, genau, so mein eigenes Gedrösel nicht. Ich habe vorhin mal mit so einem kleinen Kasten, der eigentlich für Spiele, für die Spieleübertragung ist, die Menüs abfotografiert. Und auch mal den Live-View fotografiert. Also wer sich für so etwas interessiert, sowas gibt es von Roxio. Bisschen zweckentfremden HDMI-Anschluss und dann kann man sowas zu Hause auch mal basteln, wenn man das irgendwo auf YouTube oder seinen Freunden weitergeben möchte. Was für mich wichtig ist, mit dieser ganzen Justierung, auch mit im Einsatz des Lenskals, dass ich ihn überall einsetzen kann. Ich habe hier ein Bild, man sieht das, im Wohnzimmer gemacht, habe mir nur ein bisschen schwarzen Lederstuhl dahinter gezogen, damit ich nicht ganz abgelenkt bin und kann ihn auch einfach im Gelände einsetzen. Boris sagte gerade, naja, es ist toll, wenn man es auf zwei Stative schrauben kann. Ach Gott, ja. Klick zur Seite. Ja, ich klicke es mal einfach tot. Immer wieder und immer wieder meldet er sich. Ist das zwar eine schöne Sache, aber wer von Ihnen hat zwei Stative? Jetzt bin ich fies und sage, ich habe 13, aber das hat andere Gründe, das ist halt für unsere Gäste. Man kann es auch auf der Tischplatte machen. Man sollte nur versuchen, dass beides ungefähr auf einer Ebene ist, sprich, dass ich meine Kamera und das passt bei der K3, was wir gleich sehen, sind auch die Menüs der neuen K3, mit der ich das gemacht habe, dass die Kamera und das Lenskalmodul sich so auf einer Ebene befinden, damit ich da nicht auch schon wieder eine kippende, stürzende Linie reinbaue. Das Ganze Senkrecht habe ich ist gemacht. wichtig. Genau, Senkrecht das ist Ganze. ganz wichtig. Okay. Ne? Das Ganze. Michael, zur Not legst du ein Buch drunter. Ja, ich habe ja einen Batteriehandgriff. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel, was bei deiner kleinen Spielzeugkamera ja nicht vorhanden ist. Aber ich will nicht unken. Also jetzt wird er langsam aber wirklich penetrant hier. Du weißt doch, kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Ja, Und in genau. diesem Falle So, heißt er ich habe Gates. genommen als beispielhaftes Objektiv ein 35 mm Makro aus der Limited-Serie. Die Pentax-Fotografen kennen das, außer die haben schon ein bisschen Zeiss-Status, die ganzen Optiken. Hier nochmal den waagerechten Aufbau. Und ich habe geschrieben, Brennweite mal 100. Das hat mir mal jemand erzählt. Gut, beim 35 mm Objektiv ist das noch okay. Hätte ich einen 560er, müsste ich dann, so groß ist meine Stube gar nicht. Ja, also Boris hat es richtig gesagt, wahrscheinlich 25 bis 50. Ich zoome dann immer noch weiter rein. Ich nehme den Hundertfachen. Okay, da muss ich jetzt Boris einfach mal fragen, was ist von deiner Seite aus übertrieben? Ist 100 schon zu viel oder würdest du sagen, Mensch, nee, kannst du ruhig nehmen, tut jetzt nicht weh? Also tut nicht weh, aber es ist halt eben dein 35er, wenn du es natürlich, ich sag mal, immer in der totalen, im Panoramabereich einsetzt, dann würde ich es sicherlich auch auf lange nehmen. Ich würde tendenziell auf 50 gehen, weil wir sagen es wirklich, also und wenn man mit den Kameraherstellern spricht, wird immer auch die maximal die Zahl 50 angegeben. Wenn du mehr nimmst, schadet das hier an dieser Stelle überhaupt nicht. Gerade auch so bei einem 35 mm ja nun überhaupt nicht. Okay, Was was du auch schon gesagt hast, habe ich natürlich genommen. Ja, sag. vielleicht noch eine Sache, die nicht ganz uninteressant ist. Das macht sich natürlich alles im Indoor-Bereich, wenn man das also irgendwo
im Haus, in der Wohnung aufbauen kann, wesentlich besser, als wenn ich damit nach draußen auf die Straße gehe. Das heißt, wenn Sie feststellen, oh, ich komme da jetzt gerade nicht auf den 50-fachen Wert und ich bin noch eigentlich im Telebereich und auf lange Distanzen unterwegs, dann ist der 40-fache Wert vielleicht auch noch in Ordnung, wenn man es nicht kann. Ne? Wenn der 650er eben entsprechend ja, 15, 20 Meter erfordert, das hat nicht jeder. Okay, kleinste Blende. In diesem Fall bei der Optik war das 2,8 und ich mache es immer mit ISO 100, 200. So, jetzt haue ich den mal eben weg und tschüss. So, kleinste Blende und ISO ist bei mir 100, 200. Ich hätte es auch auf 6400, aber ich brauche hier keine kurzen Verschlusszeiten. Wenn ich da unsicher bin, dann kann ich auch noch den Timer nehmen meiner Kamera und löse dann halt damit aus. Hier unten können Sie sehen, okay, wie hat das gemacht? Da ist mein Fokuspunkt in der Mitte. Ich bin auf das kleine Rechteck gegangen. Ich hätte auch, weil es ein Makroobjektiv ist, auch hier dieses kleine Makro-Rechteck nehmen können, müssen. Ich könnte es tun, aber das ist eigentlich jetzt nicht das Wichtige. Da werden keine Fehler produziert, wenn ich es halt nicht mache. So, jetzt gehe ich ein Bild weiter. Entschuldigung, nochmal eins zurück. Oben sieht man dann nochmal hinten das Kameradisplay, dass ich hier auch nicht rumschummel, was ich hätte machen können. Ich hätte den Autofokus vom Continuous halt wegnehmen können, hätte es, aber das ist nicht so Du praktisch. bewegst dich nicht. Ja, das stimmt, das mache ich eigentlich nie. So, jetzt kommen wir aber, und das ist ein realer Fall gewesen. Also ich habe die schnickelnagelneue Pentax K3 und das ist nur ein Vorserienmodell und dann gab es dann irgendwann mal ein Firmware-Update und natürlich macht man in einer Vorserie auch das Firmware-Update. Und ups, bin dann auf einer Messe und fotografiere und stelle fest, so ein Mist, hier kriegst du ja gar kein scharfes Bild aus dieser Kamera raus, egal welches Objektiv du nimmst. So, und da wir ja nun ein paar Objektive mehr haben, haben wir gesagt, na gut, dann muss jetzt irgendwas passieren. Bin auf der Messe schon rübergegangen zu Datacolor. Wir haben das eingemessen, haben gesagt, okay, frickeln wir uns hin. Aber das ist so eine schöne Nummer, woran man sehen kann, dass man einfach so ein Lenskal, so ein Gerät einfach mit dabei haben sollte, egal wo man ist. Und gerade wenn man auf Touren ist, diese 60 € oder was das Ding dann auch kostet, rentieren sich sehr schnell. Du hast das mit dem Whale-Watching gesagt. Ich war sogar zum Whale-Watching auf den Azoren. Wenn das dann nicht richtig fokussiert, dann kriegt man wirklich plagt das Ganze, wenn ich unscharfe Bilder produziere. Jetzt gucken wir uns das Bild mal an und sehen, okay, Aufnahme gemacht, aufs Kameradisplay geschaut. Ich habe mir das jetzt logischerweise aus dem JPEG rausgezogen, damit man das hier vernünftig darstellen kann. Wenn ich hier mit so einem kleinen Kameradisplay rumfrickel, dann wären wir alle nicht froh und sehen, oh, die Schärfe ist nun weiß Gott nicht auf der Null, weil da sollte sie liegen, sondern sie ist 6 aufwärts. Es Hüstel, ist also Hüstel. ein Backfokus, absoluter Das ist, danke, Backfokus. genau, das ist ein Backfokus. Man kann es nochmal sehen, hier oben im oberen Bereich, hier ist die 6. Ja, man sieht auch schon, dass die Schrift irgendwie unscharf ist. Das ist alles nicht so, wie man sich das Ganze vorstellt. Was machen wir dann? Wir gehen weiter in unserer Pentax-Kamera in das Menü C4. Bei uns heißt es dann Autofokus-Feinverstellung. So. Das Menü kann unterschiedlich sein. Es kann unterschiedlich an einer unterschiedlichen Stelle sich befinden, je nach Kameramodell von Pentax und natürlich auch anders bezeichnet sein, wenn ich mal einen anderen Kamerahersteller hier nach vorne ziehe. Richtig. Hier ist es, ja. Amüsant finde ich, es heißt Verstellung. Es heißt nicht Einstellung. Nein, Und das es ist heißt ein gut. Autofokus-Feinverstellung. Ich habe es Ja, abgeschrieben. richtig. Und Wir kommen gleich noch an eine kleine Übersetzungsanekdote hier in der ganzen dazu Geschichte. habe ich hinterher dann aber eine Idee für diejenigen und auch eine Folie dazu. Machen wir gleich, wenn du durch bist. Jo, also Autofokus-Feinverstellung hier 26. Einfach drauf mit OK und komme dann an ein weiteres Menü, logischerweise aus, immer anwenden und einmal anwenden. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aus ist aus, das ist auch im Englischen und im Japanischen wohl so. Aber immer anwenden heißt hier in diesem Fall ein Wert, der für alle Optiken genommen wird. Das heißt, hiermit kalibriere ich die Kamera. Und da ich davon ausgegangen bin, da es bei mehreren Optiken der Fall ist, dass sie nicht scharf abbilden, muss ich also immer anwenden nehmen. Einmal Nicht gut. anwenden ist in diesem Fall für einzelne Optiken, sprich
das, was Boris schon angerissen hat. Ich kann jede einzelne Optik an meine Kamera schrauben und justieren und der Wert wird in der Kamera gespeichert. Sie weiß also dann, wenn ich die Optik aufsetze, hallo, einschalten, Autofokus, Feinverstellung, sich den Wert nehmen, den ich einmal eingegeben habe und dann arbeiten. Aber wir gehen jetzt weiter. Mach du mal weiter, ich erzähle noch kurz was dazu. Sowas kommt immer wieder mal bei Kameraherstellern vor. Heißer Tipp, wenn Sie nicht ganz sicher sind, stellen Sie einmal die Sprache auf Englisch, wenn Sie des Englischen halbwegs mächtig sind. Gucken Sie im englischen Menü nach, dann ist es häufig klarer, wenn es sich schlichtweg um ein Übersetzungsproblem handelt. Guter Tipp, guter Tipp. So, wir sind im Menüpunkt 2, immer anwenden. Gehen mit der Pfeiltaste einmal runter und dann ändert sich das Bild sofort und ich habe dieses Plus-Minus-Rechteck, sage ich mal, und dann sagen wir, aha, okay, das habe ich gerade gesehen. Bitte, gut, man kann es immer wieder korrigieren. Bitte jetzt nicht, weil oben +6 war, denken, ah, ich stelle jetzt auf -6, weil dann habe ich es einjustiert, weil +6 Gegenfaktor -6, dann müsste es die 0 treffen. Nö, ich muss hier +6 einstellen. Da es aber ein bisschen drüber war, habe ich gesagt, gut, Micha, dann nimmst du jetzt mal +7 und eventuell sollte es dann schaffen. Und das mache ich. Wir sehen hier unten, sehen wir so ein kleines. Gehe mal mit dem, ich liebe diesen Textmarker. Hier haben wir so ein kleines Symbol. Und bei Pentax ist das so schön, wir haben ja ein vorderes und ein hinteres Drehrad. Und es wird immer dargestellt in Form eines Symboles, egal wo wir sind, welches Drehrad wir denn dazu gerade benutzen müssen. Gut, okay, ich könnte auch mit der Wippe gehen, aber das Drehrad ist da unten nun mal so schön, dann kann man das auch benutzen. So, habe also +7 eingestellt und unten haben wir noch diesen grünen Punkt. Das hat nichts mit Umweltschutz zu tun. Der grüne Punkt ist einfach, um das Ganze wieder schnell auf 0 zu setzen. Also einmal auf den grünen Punkt. Pentax-User kennen den an ihrer Kamera draufgedrückt, dann ist das Ganze wieder auf 0 eingestellt. Und dann natürlich zum Abschluss mit OK bestätigen. Vielleicht eine kurze Anmerkung. Wir haben dort die Skala von -6 bis +6 gewählt. Die ist imaginär, denn jeder Hersteller macht das ein bisschen anders. Das ist keine Einheitlichkeit bei den Herstellern. Sage ich jetzt mal wieder als Außenstehender, was die Kameras angeht. Gut, weiter, Michael. Oh. Du hast die Null erreicht. Du warst jetzt haben wir die Ich Schärfe, war ne? genau, und ich habe dann das Ganze natürlich wieder auf meiner Tischplatte in meinem Wohnzimmer aufgebaut. Na, ich habe gelogen, diesmal war ich in der Küche, man kann auch so ein bisschen die Teekanne am rechten Rand sehen. Wieder aufgebaut, ungefährer Abstand, jetzt sage ich es mal, waren so zwischen, na, sagen wir mal, 50 cm weiter war ich gar nicht weg. So, neu fokussiert das Ganze. Schön ausgerichtet, noch einen Schuss gemacht und gesagt, okay, auf dem Kameradisplay eingestellt und gesagt, jetzt müsste es passen. Und wenn wir uns nun das Ganze anschauen, dann sehen wir auch, ich habe schon wieder meinen schönen Textmarker, dann sehen wir auch hier ungefähr bei der Null. Man kann jetzt noch ein bisschen rumfrickeln und sagen, okay, ich versuche es nochmal, nicht auf 7 in diesem Fall genommen, sondern auf 6, ob es dann besser passt. Jetzt schaut ihr und sagt, naja, jetzt läuft es hier oben aber in die Unschärfe und hier unten bei 3 ist das ja viel schärfer als hier bei der oberen 3. Woran mag das liegen? Und das ist so dieses Zauberwort, das ist hyperfokale Distanz. Das ist die Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Regelung. Und die sagt mir in diesem Fall, die 6 wäre besser gewesen. Weil wenn ich unten 2/3, 1/3 habe, kann es ja nicht passen. Also das mal so als kleine Gedankenstütze. Wenn unten die 3 scharf wäre, müsste ich oben bis zur 5 kommen, um das jetzt mal übertrieben zu sagen. Aber man wird es merken, wenn man ein bisschen mitgearbeitet hat. Wenn es so bei 1,5 scharf ist, ist es oben bis 3 ungefähr scharf, dann passt es. Aber das ist dann auch, sag ich mal, ein bisschen subjektives Empfinden, was jeder für sich gerne einstellt. Und der Olli hat das auch mal gebracht. Ich will dir da nicht vorgreifen. Der hat sogar sein Objektiv dejustiert. Weil jedes Mal, wenn er Porträts fotografiert, hat er logischerweise der Autofokus stellt immer da scharf, wo der größte Schnipsel rauskommt. Das ist im Gesicht immer die Nase. Und dann hat er gesagt, gut, dann stell doch auf die Nase scharf, ist mir doch egal. Ich verstelle meine Optik so, dass die Augen in dem Augenblick scharf sind. Ist auch eine Idee, wozu man das Lenskal einsetzen kann.
Bei der Tierfotografie wird es nicht unbedingt fotografieren, weil die meistens weiter weg sind als das Model. Aber ich finde, die Idee war letztendlich gar nicht unklug. Ich Ich zeige gehe das noch gleich eine mal. Folie Du weiter. machst nochmal eine Folie. Vielleicht nochmal, mach du schon mal die eine Folie. Ich sage noch ganz allgemein was dazu. Was du jetzt gemacht hast mit zwischendurch Kamera wegnehmen und so weiter, das hast du gemacht, um jetzt die Kamera quasi mitzunehmen, die Einstellungen zu machen. Sie lassen natürlich auf ihrem das einmal aufgebaute Equipment vom ersten zum zweiten zum dritten Schuss, lassen Sie so stehen, Sie nehmen den Chip raus und gucken sich das Ganze an Ihrem Rechner an und Chip hinterher wieder in die Kamera. So bleibt der ganze Aufbau einfach stehen während des Messens, die zwei oder drei Schüsse, die Sie brauchen, und dann ist es das. Ja, Ne? gut. Okay. So, das letzte war eigentlich schon fast das erste, was ich gesagt habe. Ich bin wieder in der Autofokus-Feinverstellung, aber diesmal für die einzelnen Optiken. Hier noch einfach mal schwarz auf weiß. Man kann ja auch mal zu der unglücklichen Übersetzung stehen. Autofokus-Einstellung ist in diesem Fall objektiv bezogen. Es wird anhand der Seriennummer in der Optik, beziehungsweise, Entschuldigung, in der Kamera abgespeichert. Sprich, wenn ich diese Optik in eine andere Kamera setze, wird das natürlich dann nicht mehr funktionieren. Das ist klar, geht nicht mehr. So, der häufigste Fall bei mir ist, wenn ich mit meinen Optiken unterwegs bin, dass sie einfach irgendwo gegenschlagen, dass der Rucksack im Flugzeug geworfen wird, dass die Kameras, die Optiken sich drücken, Temperaturverschiebung, Feuchtigkeit ist auch ein ziemlich großer Faktor. Wenn wir uns überlegen, wie empfindlich der Sensor in der Kamera gelagert ist, wenn wir ein Anti-Shake-System haben, und wir reden hier ja über Dejustierung vom, naja, ich sag mal, vom Hundertstel Millimeter Bereichen, die sich nachher auf unserem, oder Tausendstel Millimeter, die sich nachher in unserem Foto doch schon gravierend auswirken. Man kann es immer feststellen und kontrolliert das auch ruhig, wenn ihr Felsen fotografiert. Das ist immer so eine Geschichte. Die Kamera fokussiert auf den Felsen, also man hat die Steine, man hat die Struktur, die Struktur der Steine, guckt sich das nachher an und denkt, oh mein Gott, das ist doch nicht scharf, das ist doch irgendwas, ist doch komisch. Und da kann man es am besten merken. Mir ist es auf den Azoren so gegangen, bei den Wasserfällen, dass man halt dann sich das Lenskal rausnimmt. Nun hatte ich da Gott sei Dank zwei Stative dabei, weil in den Dreck drücken muss man das Ganze ja auch nicht. Aufgebaut und gemerkt, oh, mal eben ein bisschen nachjustiert, weil das von Hand zu rumzufrickeln, das kann so eine never-ending Story sein, weil ich letztendlich nicht weiß, was ist jetzt dejustiert, die Optik oder die Kamera. Deswegen ist so eine Lenskal-Geschichte da schon immer sehr hilfreich und oftmals auch eine rettende Funktion. Jetzt darfst du wieder, Boris. Das mache ich doch glatt. Das übernehme ich doch jetzt hier sofort. So, und Sie sehen jetzt auch wieder meinen Bildschirm. Und das, was wir gerade gesagt haben, Feinverstellung war nämlich der Anlass. So ist, was der Michael eben gerade auch schon gesagt hat, ne? Ein Drittel, zwei Drittel, das ist die klassische Einstellung. Und ein Kollege von mir, der Oliver Meeves, ist auch als Fotograf im Porträtbereich ganz stark unterwegs. Natürlich habe ich hier das Problem, ich fokussiere auf das Auge. Das Auge muss scharf sein, alles kein Problem. Aber dann kann bei einer Ein Drittel, Zwei Drittel Einstellung es schon durchaus passieren, dass die Nasenspitze bei offener Blende ganz leicht aus dem Fokus gerät. Weil ein Drittel nach vorne reicht nicht in der scharfen Tiefe aus, um die Nasenspitze noch scharf zu haben, wenn das auf das Auge fokussiert wird. Und deshalb ist er hergegangen und hat einfach gesagt, ich dejustiere meine Objektive ein wenig, beziehungsweise nicht die Objektive, sondern in der Kamera die entsprechende Einstellung für die Objektive, mit denen ich so fotografiere. Und er hat jetzt eine Zweidrittel-Eindrittel-Regelung für diese Objektive in seiner Kamera hinterlegt. Ganz kurz vielleicht noch dazu eins. Die Kameras haben in der Regel 10 oder bis zu 20, teilweise noch mehr Speicherplätze. Und sollte es mal nicht an Speicherplätzen für Objektive ausreichen, dann ist es First in, First out. Also das, was Sie als erstes eingestellt haben, wird dann irgendwann auch wieder aus dem Speicher rausgeschmissen werden. In der Regel erhalten Sie eine Warnung von der Kamera. Das gilt aber nicht für alle. So, und jetzt, wenn er jetzt fotografiert, wie im rechten Foto zu sehen, dann
auf das Auge, dann kann es durchaus sein, dass hinten das Ohr nicht mehr ganz scharf ist, was man aber bei einem Porträt an der Stelle nicht negativ bemerken würde. So kann er sicher sein, das Auge, die Nasenspitze, alles ist scharf und alles, was nach hinten ist, geht dann irgendwann in Unschärfe über. Und das zum Thema Spider-Lenskal. Aber damit haben wir jetzt scharfe Aufnahmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir unsere Kameras ein bisschen kalibrieren wollen, da gibt es noch ein bisschen mehr. Da gibt es so den Punkt Kontrast, Weißpunkt, Weißabgleich, Farbwahrnehmung der Kamera. Und dazu möchte ich hier an dieser Stelle ein kleines bisschen was zeigen. Und zwar, wir haben den RAW-Workflow. Das heißt, Sie fotografieren im RAW, Sie haben die Flexibilität, was die Belichtung, die Farbtemperatur, den Farbraum, können Sie alles hinterher einstellen. Aber was Sie nicht haben, ist eine Referenz, nach der Sie sich richten sollten. Keine Referenz mehr. Was heißt also, wenn ich mir das jetzt hier mal anschaue, das ist jetzt ein Foto, was unserem alten Data Color Büro entstanden ist. Auf der linken Seite eine Fensterfront, rechts Kunstlicht. So, und jetzt stellt sich die Frage, was von den dreien ist denn richtig? Keine Ahnung. Wenn ich, das habe ich nicht mehr im Kopf, beziehungsweise selbst wenn ich es im Kopf habe, unser Auge lässt sich so, so leicht täuschen. Das sehen Sie einfach zum Beispiel. Fahren Sie mal eine gewisse Zeit lang wenn Sie anfangen, einem Wagen mit Xenonlicht. Und dann steigen Sie um auf einen Wagen, der normales Licht hat, H4. Jedes Mal, wenn Sie wechseln, werden Sie sagen, was ist das denn für eine Farbgebung? So leicht lässt sich das Auge täuschen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier in vielen Bereichen. Und sowas wie Weißabgleich und Ähnliches angeht, hat der Mensch ja einen Weißabgleich quasi eingebaut. Und das Gemeine ist, wir können das auch noch selektiv machen. Alles Dinge, die die Kamera nicht kann und im RAW. Ja, das müssen wir halt noch entwickeln. Also, was machen wir jetzt? Wir nehmen den Spider-Cube. Der Spider-Cube, hier sieht man ihn, aus Kunststoff, durchgefärbt das Ganze. Oben eine Chromkugel drauf, unten auch wieder die Möglichkeit, das Ganze auf ein Stativ zu setzen. Der blaue Punkt, den Sie dort sehen, ist natürlich nicht blau, sondern ist einfach nur die Farbumfangwarnung. Da ist ein Loch drin, nicht damit Sie Ihren Finger reinstecken, sondern es ist eine Lichtfalle. Da muss es also wirklich finster sein, wie im Bärenpopo. Und oben die Chromkugel, damit haben Sie immer ein Spitzlicht dabei. Dann eben die 18% Grauflächen. Und das Schöne, und das ist der große Unterschied zu einer normalen Graukarte, wenn Sie Mischlichtsituationen haben, wie wir es hier haben, links, wie gesagt, Fensterfront, rechts eine entsprechende Lampe, also Kunstlicht. Bei einer Mischlichtsituation und Sie haben eine Karte, dann haben Sie eigentlich keine Orientierung danach, was ist denn das für diese Szene? Das Licht, was entscheidend ist, nämlich eigentlich das Hellere. Bei einem Würfel, wie wir es hier haben, haben wir immer eine Seite, die heller sein wird, in diesem Falle die linke. Und dann mache ich meinen Weißabgleich auf die linke Seite, weil das ist das führende Licht. Das ist der ganze Trick dabei. Das ist der Vorteil des Cubes. Wenn Sie dann den Cube mitnehmen, dann tun Sie mir bitte einen Gefallen, stecken Sie den nicht einfach so in die Tasche. Denn unser Auge nimmt es nicht wahr, aber die Kamera wird es wahrnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie Ihre Hosen regelmäßig waschen, wenn es dann sowas wie eine Jeans ist. Und im Waschmittel sind optische Aufheller. Diese Ich optischen trage Aufheller, Leder. du trägst Leder. Okay, und deine Freundin Lack ist in Ordnung, haben wir alles wieder geschafft. Nein, also optische Aufheller im Waschmittel sorgen dafür, die haften einfach dran und die Kamera nimmt das wahr und dann haben sie ein Problem. Einer der Gründe, weshalb wir dem Spider-Cube ein kleines Säckchen beilegen, so einen kleinen Beutel oben mit einer Kordel, um das ein bisschen zu verschließen. Und was ich dann mache, ich habe diesen Beutel in der Tasche und dann geht das Ganze so immer in die Hosentasche, dass es eigentlich nicht in der Hosentasche ist, sondern in dem Beutel ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ich auch gerne mal mache, ich nehme so ein kleines Tischstativ und nehme das unten drunter, weil dann kann ich das Ding überall schnell mal hinstellen.
meinetwegen auch so einen kleinen Gorilla-Pod oder was auch immer. Damit habe ich sehr viel Flexibilität. Finde ich immer ganz angenehm. So, und wie funktioniert das Ganze gut? Ich platziere den Spider-Cube neben dem Motiv, entweder vorher oder hinterher, ne, bei einer Hochzeit oder was auch immer. Habe ich nicht immer die Möglichkeit, das dann zu machen. Dann kann ich hinterher das Ganze entsprechend korrigieren. Und das werde ich Ihnen jetzt einmal kurz zeigen. Ganz kurz, der Spider ist durchpigmentiert. Das heißt, wenn da mal ein Kratzer entsteht oder wenn, wie gesagt, der doch mal in die Tasche gesteckt worden ist, einfach sauber machen, überhaupt kein Problem. Dann können Sie ihn weiterverwenden. So, und jetzt, dann hatte ich gesagt, das möchte ich Ihnen kurz einmal zeigen. Dazu hole ich mir mal eben meine Bridge. So, da habe ich sie. Da habe ich nämlich zufälligerweise auch dieses Bild noch einmal. Hier einmal mit dem Spider-Cube, einmal ohne. Dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Doppelklick, Photoshop geht auf. Das Ganze ist in diesem Falle eine NEV-Datei. Adobe Camera Raw geht auf. Der Spider-Cube arbeitet in jedem Raw-Konverter, den Sie denn so haben. Also überhaupt kein Thema. Und jetzt es stellt sich immer die Frage, was muss ich denn jetzt machen? Also wichtig ist an dieser Stelle, schalten Sie sich die Farbumfangwarnungen an, die ich jetzt hier gerade mal deaktiviert habe. Hier oben habe ich gar nicht erwähnt, noch ein kleines Gummiband dran, dass Sie das auch hinhängen können. Hier musste der Benjamini mal ein kleines bisschen leiden. Was Sie dann machen, ist als erstes den Weißabgleich. Also die Weißabgleich-Pipette. So. Damit haben wir schon mal den Weißabgleich geregelt. Wie gesagt, nicht hier, weil Sie sehen, das ist etwas anderes Licht. Das ist das Führende, das ist das Hellere, das hat mehr Bedeutung hier. Deshalb auswählen. Jetzt gehe ich her und nehme die Belichtung und sorge dafür, dass im Weißbereich keine Überbelichtung mehr ist. Also, ich gehe einfach ein bisschen runter. So, und das ist es. Wenn ich das übrigens jetzt mit automatisch gemacht hätte, das Ergebnis wäre in diesem Falle bestimmt nicht das Richtige gewesen. Könnte ich theoretisch auch mal machen. So, dann nehme ich mir hier einmal die Schwarzfläche, die Tiefen oder die Schatten. Und wenn ich mir das so angucke, Sie sehen oben die RGB-Werte. Okay, das ist relativ hoch. Und dann habe ich hier die Lichtquelle. Da darf ja nichts sein. Und wenn ich hier reingehe und ich habe hier noch Werte, und Sie sehen, ich habe hier Werte um die 20. Das ist ja noch kein abgesoffenes Schwarz und das muss abgesoffen sein. Das heißt, hier in dem Bereich, wo die Lichtfalle ist, da darf die Farbumfangwarnung angehen, denn da muss schwarz sein, da muss quasi null sein. Das heißt, ich gehe jetzt her, schwarz, und ziehe das Schwarz so lange auf, bis ich dort unten wirklich nichts mehr drin habe. Und dann habe ich das Ergebnis. Wenn das der Fall ist, dann kann ich mir das irgendwie merken, ja, abschreiben. Nee, mache ich nicht. Ich mache was ganz anderes. Ich gehe hier auf Einstellungen und sage, diese Einstellung möchte ich speichern. Und jetzt, was muss ich speichern? Den Weißabgleich, die Belichtung und das Schwarz. Alles andere muss ich nicht nehmen. Ist insofern auch ganz wichtig, dass ich das alles andere rausnehme. Denn das kann sein, dass ich das später mit einem anderen Profil kombiniere. Also nehmen wir die einfach mal raus. Das lassen wir Kontrast und Klarheit, Dynamik, Sättigung, alles raus. Schärfen, das interessiert mich hier an dieser Stelle alles nicht. HSL, da ganz wichtig, darf nicht mit dabei sein. Warum, wieso, weshalb, werden wir gleich merken. So, die Kamerakalibrierung, das brauchen wir alles nicht. Das kann ich mir auch wieder meine eigene Teilmenge, ne? Ich kann das also in der Form ja natürlich hier auch nehmen. Und dann sage ich Speichern und nenne das jetzt einfach mal. Wir haben heute den 31.10.2013. Nennen wir das Nenn es Halloween. Kürbis 1. Cube. Kürbis 1. Du bist witzig. Gut. Fertig. Ich breche das Ganze hier an dieser Stelle ab,
Denn ich brauche das Bild nochmal in der normalen Einstellung. Und das, was ich jetzt mache, ich nehme jetzt das nächste Bild. Und da mache ich jetzt einfach nur Folgendes. Ich gehe in meine Vorgaben rein. Und hier habe ich mein Cube Setting. Wenn ich das jetzt anwende, ist das Thema erledigt. So schnell und so einfach geht das Ganze. Vielleicht noch ein Hinweis, ich breche das nochmal ab und gehe nochmal in die Bridge hinein. Mal sehen, ob meine Bridge das schon übernommen hat. Auch hier die Bilder auswählen, bearbeiten, Entwicklungseinstellungen. Da ist sie. Und schon kann ich sie übernehmen. Das heißt, somit kann ich ganz schnell, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Hochzeit fotografiert, vielleicht noch mit mehreren Leuten zusammen, dann haben Sie ganz schnell mal schnell 2.000, 3.000 Bilder. Ist ja heute kein Thema mehr, ne? Die großen Karten lassen grüßen. Und die dann eben entsprechend einstellen. Und es sind immer wieder ganze Motivreihen, die mit denselben Cue-Einstellungen auf die Art und Weise perfekt eingestellt werden können. So wird es gemacht. Michael, Boris, du, was ja? ich, ja, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Was ich wichtig finde und eigentlich auch gut finde an der ganzen Sache ist, dass man es nachträglich machen kann oder vorher. Da ich ja nun kein Hochzeitsfotograf bin, sondern eine andere Anwendung habe, sprich in der Landschaft, hänge ich natürlich nicht in 1,5 Kilometer Entfernung so ein Cube irgendwo in den Busch. Das mache ich nicht, sondern ich kann den Cube ja aber auch viel näher an mir postieren. Richtig. Muss nur dabei darauf achten, dass ich in die Richtung des Lichts messe, weil Genau. da habe ich die Farbtemperatur. Dann hänge ich, dann würde ich so vorgehen, dann hänge ich mir oder stelle mir diesen Cube irgendwo hin, sodass ich das auch die Lichtfalle ordnungsgemäß sehen kann, mache eine Referenzaufnahme und da ich ja ein Raw fotografiere, ist es mir sowieso Wumpe, weil in meinem Raw-File alles drin ist und stelle es mir nachher ein, wie ich es brauche, wie du es gerade präsentiert hast, und speichere mir die Werte ab, ziehe dann meine Landschaftsaufnahme, die ja nicht Stunden später stattgefunden hat, ziehe mir dann meine Landschaftsaufnahme rein, nehme den gespeicherten Wert und habe die optimale Korrektur meiner Grau-/Farbwerte. Das Genau. wäre doch mal ein Vorgehensweise. Ja, natürlich. Für dich genau der richtige Weg. Ja, wollte ich mal Gut. gesagt haben. Ja, schön. Danke. So, also Spider Cube, Weißabgleich, aber eben auch den Dynamikumfang, den Abgleich der Kontraste. Also wesentlich mehr als nur eine Graukarte. Hier den Spider Cube gibt es selbstverständlich nur in einer Größe. Einfach mal dargestellt. Neben dem Spider Cube haben wir noch was für die Kamerakalibrierung und zwar die Farben, die kalibriert werden sollten. Warum, wieso das? Ganz simpel. Wenn Sie fotografieren, und da habe ich hier mal ein Beispiel, und zwar denken Sie jetzt mal an die Vergangenheit, na, nehmen Sie, als es noch, Michael, du kannst dich auch noch daran erinnern, da gab es mal sowas wie Film und jeder Film hatte seine eigene Charakteristik. Ne? So ein Velvia war dann doch ein bisschen anders als ein Gold und ein Ilford, der hatte wieder eine eigene Charakteristik. Erinnerst du dich noch? Entschuldige, dass ich lache, aber Ilford sind Schwarz-Weiß-Filme, aber das ist okay. Du meinst den Kodak Reinhard, Gold, du den meinst den Kodak Kodak Gold. Gold, ich meine solche, jetzt bin ich ganz garstig, solche Filme aus der Schütte habe ich nicht genutzt, aber es ist, ja, es ist richtig, das Prinzip, ein Provia 100 hat eine andere Anmutung als ein Ganz Velvia klar. und der Hühner oder ein Elite Chrom als Dia-Film, wo du dann im Drum geeiert bist, ist klar, alles verstanden. Genau, aber das ist genau das Gleiche heute mit der Kamera. So, und ich habe nun einen Kollegen, auf den trifft was zu, der macht hin und wieder mal Hochzeiten. Und da ist es nun ganz extrem bei ihm. Er ist mit seiner Freundin unterwegs, die auch fotografiert, sehr ambitioniert. Und da passiert etwas, ich möchte in der Beziehung nicht leben, aber die beiden kriegen das seit Jahren hin. Er ist mit Nikon unterwegs, sie ist mit Canon unterwegs und es funktioniert trotzdem die Beziehung. So, und das, was wir früher mit den Filmen hatten, haben wir heute natürlich ganz genauso noch in im Bereich der Kameras. Die haben nämlich auch alle ihre eigene Charakteristik. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Hochzeit mit mehreren Leuten fotografiert oder sie sind auf Reisen, Sie haben tagsüber die große SLR dabei und abends, wenn Sie essen gehen, nehmen Sie die kleine Systemkamera mit, die gerade noch in die Westentasche irgendwie passt, aber auch RAW kann.
dann werden Sie eine unterschiedliche Charakteristik bekommen. Das ist hier mal dargestellt. Wir haben das hier einfach ein bisschen überzogen, damit Sie das im Webinar erkennen können. Die Bilder werden hier aber das Internet komprimiert übermittelt. Und wir haben einfach nur die Sättigung ein bisschen hochgezogen. Das heißt, hier ist es ein bisschen übertrieben. Das gebe ich ehrlich und offen zu. So, und was wir jetzt gemacht haben, wir haben das Ganze mit dem Spider-Checker fotografiert. Zweimal, ja, mit jeder Kamera einmal. Da ist es auch so, da muss ich nicht unbedingt jedes unterschiedliche Lichtverhältnis fotografieren. Wenn ich auf so einer Hochzeit einmal Indoor, einmal Outdoor einen Schuss mache, reicht das vollkommen. Wenn man natürlich in der Produktfotografie unterwegs ist, dann muss die Farbe, die Logofarbe stimmen, dann macht man das wirklich für jede Lichteinstellung. So, und dann geht man her und sagt, okay, ich nehme alles, was CR2 ist, und da wende ich die entsprechende Einstellung an, beziehungsweise alles, was NEV ist, dann wende ich die Einstellung für die Nikon-Kamera an. Und schon habe ich Bilder, die wie aus einem Guss sind. Das ist insofern natürlich auch für den Urlaub nicht ganz uninteressant. Wenn Sie hinterher ein Fotobuch draus machen wollen, dann soll das auch aus einem Guss sein und nicht, ich sag mal, dass das eine ein bisschen kälter, das andere ein bisschen wärmer, das eine ein bisschen röter, das andere ein bisschen ins Orange oder was auch immer. Das ist das, was Sie nicht haben wollen. Jedenfalls nicht in einem Fotobuch. Bei der Hochzeit, ich sag mal, die Braut würde Ihnen, glaube ich, hinterher drohen mit wie auch immer. Und wie geht das? Das funktioniert mit dem Spider-Checker. Der Spider-Checker funktioniert in Kombination mit Adobe Camera Raw, also ACR, mit Lightroom und mit Focus von Hasselblad. Focus von Hasselblad hat den entscheidenden Vorteil, geht mit quasi jeder Kamera und ist kostenlos. Du Der meinst mit Spider-Checker. DNGs? Ja, genau, Ja, weil auf du diese gerade, Wege. Ja, du hattest. du gehst auf diese Art und Weise mit jedem Format damit um, mit jeder Okay, Kamera, mit dem okay, okay. DNG. Ja, Genau. weil wir eben aus der Pentax halt dann wirklich in DNG fotografieren sollten, da oftmals bei der Pentax mit dem PEF-File fotografiert wird, Entschuldigung, mit dem PEF-Format, was letztendlich, und ich habe mit dem Produktmanagement gesprochen, in diesem Fall wirklich völlig irrelevant ist, da Pentax einer der Hersteller ist, muss man sagen, die Adobe die komplette Öffnung ihres RAW-Files, ihres RAW-Formats gegeben haben, wo andere manchmal ein bisschen zucken. Deswegen ist oft, wenn ich mit einer Nikon oder Canon-Software arbeite, sehen die RAWs manchmal doch noch ein bisschen besser aus als jetzt über Lightroom. Aber das so am Rande, damit die Pentax-User dann auch beruhigt sind. Sie müssen ihre Kamera dann nur wirklich auf DNG-Format einstellen. Genau. So. Wie ist das Ganze aufgebaut? Das Ganze sind 48 Farbtafeln. Diese Farbtafeln sind in einem Rahmen. Das Ganze kann ich zuklappen, damit das schön geschützt ist, das Ganze auch. Man sollte das vielleicht nicht offen rumliegen lassen, sprich offen auf eine Fensterbank. Dann bleicht das Ganze irgendwann aus. Diese Farbtafeln bitte nicht selber anfassen, im Sinne von, dass Sie da mit den Fingern drauf rumgehen. Und wenn wir schon beim Ausbleichen sind, das kann über die Jahre irgendwann mal eintreten. Sie brauchen dann aber keinen Spider-Checker komplett neu kaufen. Sie können die Farbkarten ersetzen. Dafür haben wir den Fade-Checker eingebaut. Das sehen Sie unten, ein kleines rotes Feld. Dort ist die Farbe auch nochmal drauf, und zwar eine etwas andere Farbe, die, wenn sie verblasst, verblasst diese als erstes oder sich farblich verändert, ist es diese, die sich als erstes verändert. Die ist zweimal vorhanden, einmal abgedeckt. Das Ganze ist ein Rahmen, den man aufmachen kann, ist magnetisch. Und dann können Sie die Tafeln herausnehmen. Sie können sie übrigens auch umdrehen. Und dann noch etwas. Wir haben zusätzliche Referenzen für Hauttöne. Das werden Sie jetzt hier gleich sehen. Das sind Hauttöne, die man sich angucken kann, beziehungsweise darüber sind Sie in der Lage, spezielle Settings zu machen, die auf Hauttöne speziell abgestimmt sind. Die machen dann im Bereich der Hauttöne nur Folgendes: Sie reduzieren die Rotanteile ein klein bisschen, sodass man, das was mir häufiger passiert, dass Haut mal ein bisschen ins Rote abgleitet, dass das nicht passieren kann.
So, hier nochmal die Tafel zu sehen. Wie ist das Ganze hier, die Tafel mal umgedreht, nicht? Für diejenigen, die im Schwarz-Weißen unterwegs sind oder mit einer Videokamera. Das ist das, was Sie machen können. Wie macht man das Ganze nun? Sie fotografieren den Checker und der wird entsprechend herausgenommen und dann wird die entsprechende Korrektur angelegt, hier in Lightroom mal dargestellt, und zwar im HSL-Bereich. Und das ist auch übrigens der Grund, weshalb Lightroom, weshalb Adobe Camera Raw und weshalb Focus von Hasselblad die einzigen Produkte sind, die damit kompatibel sind. Liegt einfach daran, wir machen kein ICC-Profil im klassischen Sinne, sondern wir machen eine Farbkorrektur in den HSL-Kanälen. Und die Anzahl der HSL-Kanäle entscheiden über die Qualität. Die Anzahl ist halt eben hier besonders groß. Capture One, um mal ein Produkt oder andere Produkte, die haben nicht so viele Kanäle im HSL-Bereich und deshalb können sie hier nicht eingesetzt werden. So, das Plugin errechnet die Korrekturen automatisch. Auch da ist eben ein Soll-Ist-Vergleich, der dort abläuft und schon ist das Thema erledigt. Ich habe dann mein Setting, auf was ich zugreifen kann. Und jetzt nur ganz zum Schluss nochmal kurz gesagt, ich bin dann eben in der Lage zu sagen, okay, ich mache als erstes, wenn ich meine Bilder geöffnet habe, gehe ich mit meinem Spider-Checker-Setting, was wirklich nur auf HSL geht, über meine Bilder. Ne, ich kann ja auch hier in Lightroom meine Bilder synchronisieren, mache ich dann wirklich nur auf HSL und hinterher verwende ich mein Spider-Cube, was ja nur auf Kontraste, auf Belichtung, auf Weißpunkt geht. Und schon sind die beiden miteinander verknüpft. Und ich habe ein farblich als auch vom Weißabgleich und vom Kontrastumfang optimal eingestelltes Bild mit letztendlich zwei Klicks. Und so einfach kann es gehen. Und Michael, wenn wir schon in Lightroom sind, nicht? Farbe, Bilder, wenn du in Lightroom arbeitest, ein Punkt ist ganz wichtig. Der Monitor, ne? Der Monitor ist natürlich das, was kalibriert sein muss, weil wenn Sie hinterher alles, was wir jetzt gemacht haben, das kann ich quasi blind machen, aber alles, was dann kommt, die kreativen Techniken, ne? Du hast mir vorhin was gezeigt, was du da gehabt hast. Wollen wir noch mal einen Blick reinwerfen bei dir? Können wir machen. Das gib mir noch mal meinen Monitor irgendwie jetzt so gerade mal. So hast du deinen Monitor jetzt. Bitte sehr. Dankeschön. Schwupps. Ich habe jetzt mal ein anderes Bild genommen als das, was du vorhin gesehen hast. Das stört dich, glaube ich Wenig. nicht. Ich blende mal alles aus. Jetzt dürfte es nur schwarz umrandet sein. Kann man ja schön mit Lightroom machen. Also noch ein paar eingehende Worte zu dem, was du vorhin gesagt hast. Mit einer Kamera, egal wessen Hersteller, ich nehme jetzt natürlich wieder meinen Pentax, müsste ich einen anderen Weg gehen, um die Farben natürlich schon natürlich aufnehmen zu können. Sprich, ich würde eine Graukarte hinhalten oder das berühmte Tuch, was dann keine Weißmacher hat, also der Schlüpper, der funktioniert dann nicht ganz so richtig. Stell mich weg, fokussiere es einmal an und stelle danach meinen Weißabgleich manuell ein oder muss dann wirklich an der Kamera schrauben, sprich an der Wippe White Balance, dann manuelle Einstellungen suchen, um mich dann hinbewegen über die Vorschaufunktion, bis das Grau dann auch wirklich den entsprechenden Grauwert hat. So, jetzt kommen wir zu der Monitorgeschichte und das ist eigentlich was ganz Gravierendes. Ich spinne jetzt mal ein bisschen was. Ich habe dieses Bild aufgenommen. Das ist in Zingst aufgenommen, wo wir einen Workshop gegeben haben dieses Jahr. Das war so eine Gewitterstimmung. Und ich wollte diese Gewitterstimmung genauso wiedergegeben haben, wie sie ist. Jetzt kommst du nach Hause, lädst das Bild ein. Das sieht am Monitor einigermaßen aus. Dann macht der normale Fotograf, ich sag mal, der ambitionierte Hobbyfotograf, das ist so ein Schlagwort heute, stellt ein wenig die Sättigung ein und den Kontrast und sagt dann so, und jetzt drucke ich das Ganze. Und dann druckt er das auf seinem Epson oder auf seinem Canon-Drucker oder wie auch immer und es kommt völlig vermurkselt raus. Die Klar. Farben stimmen nicht. Dann ist natürlich die Gegenfrage, was hat er falsch gemacht? Hat er falsch fotografiert? Nö. Der Nö. Kamera hat er alles richtig gemacht, hat er an seinem Monitor die Einstellungen genommen.
hat er eigentlich auch alles richtig gemacht. Nur die Kombination Drucker, Monitor stimmt in diesem Fall überhaupt nicht. Und den Richtig. muss ich dann als letzter Instanz auch kalibrieren. Das hört sich alles so hochtechnisch an, ist aber total einfach. Und ich denke, sag du jetzt drei, vier Worte dazu, wie das funktioniert mit dem Spider, wie man den Monitor kalibrieren kann, dass man das auch rauskriegt, auch wenn ich die Daten weggebe. Das ist ja auch wichtig. Richtig. Also, Sie gehen her, Sie fotografieren mit dem Cube, Sie haben sich soweit alles perfekt eingestellt und jetzt wollen Sie halt am Himmel noch ein bisschen was drehen, ein bisschen Farbkorrekturen machen, irgendwelche Tools anwenden, so diese Color Effects von Nix Software oder ähnliche Geschichten, nur als Beispiel. Der Monitor ist in dem Augenblick das Fenster zu Ihren Farben. Sie sehen die Farben nur am Monitor, das heißt, der Monitor muss korrekt eingestellt sein. Dazu die Spider 4 Express, der ist immer dann interessant, wenn Sie fürs Internet arbeiten, wenn Sie nicht drucken. Ansonsten nehmen Sie Spider 4 Pro oder 4 Elite. Da gibt es auch noch die Kontrolle des Umgebungslichts, damit Sie dann Ihren Monitor so eingestellt haben, dass er eben auch korrespondierend zu einem Ausdruck Ihnen das korrekte Ergebnis zeigen kann. Und das heißt, in dem Moment, wo Sie so arbeiten, die Bilder sind, ich sag mal, in sRGB oder Adobe RGB, immer auch so ein bisschen davon abhängig, was Ihr Monitor denn kann. Wenn Sie Ihr Monitor nur sRGB anzeigen kann, ist es manchmal sinnvoll, auch wirklich nur in sRGB zu bleiben. Können Sie mehr, kann man mehr, weil man dann auch die Kontrolle drüber hat. Ist immer eine Frage auch, wie gesagt, des persönlichen Workflows und natürlich auch der Ausgabegeräte, die Sie zur Verfügung haben. Wenn Sie jetzt nicht ganz sicher sind, was ist das eine, dann gibt es einen ganz einfachen Tipp. Solange Sie damit noch nicht vertraut sind, bleiben Sie bei sRGB. Sie Darf können. ich, genau, darf ich dazu ganz kurz zwei Worte sagen? Klar. Bitte stellt an eurer Kamera sRGB ein, weil ich gehe davon aus, wenn hier 100 Leute zuhören, dass davon vielleicht drei oder fünf einen Monitor mit erweitertem Farbraum haben. Kamera sRGB, Monitor hat auch sRGB als Standard und die Drucker, auch wenn sie noch so toll sind, haben auch zu 90% die, die wir uns leisten können, auch sRGB. Dann habe ich schon mal alle möglichen Fehler oder einen Großteil der Fehler ausgeschlossen und muss nicht so viel Richtig. rumprofilieren. So. Richtig. Und wenn Ihr Monitor halt sRGB anzeigen kann, dann wird er das ab Werk mehr oder minder perfekt tun. Damit Sie das aber wirklich korrigierend eingreifen können, muss er das perfekt tun. Und dafür ist der Spider da. Der Spider, mit dem Sie den Monitor kalibrieren, und da übernehme ich jetzt einfach an der Stelle nochmal von dir, Michael, wenn es dich nicht stört. Ich dachte, du hast schon die ganze Zeit übernommen. Nein, habe ich nicht. So, So. dann ist es halt so, der Spider wird an den Monitor gehängt. Das Ganze läuft per Assistenten. Sie sehen, oder beziehungsweise der Spider macht auch mit Umgebungslichtkontrolle mit Ihnen, macht dann Folgendes. Er kriegt ein gewisses Maß an Farben vorgespielt sozusagen, macht einen Soll-Ist-Vergleich, stellt fest, okay, das kann Ihr Monitor, das kann er nicht. Er macht Ihren Monitor nicht besser. Aber das, was Ihr Monitor an Farben nachher darstellt, ist korrekt. Das heißt, dann sind Sie in der Lage, Ihre Farben zu korrigieren. Er kann selbstverständlich aus einem sRGB-Monitor keinen Adobe RGB-Monitor machen. Ich kann auch aus einem 500, aus einem 50-Euro-Schein keinen 500-Euro-Schein machen kann. Oder du auch nicht, ne? Und so können wir das natürlich auch nicht, die physikalischen Grenzen eines Monitors verändern. Aber Sie können jeden Monitor kalibrieren und dann können Sie sicher sein, dass die Farben, die Ihr Monitor anzeigt, Sie bekommen auch hinterher eben gesagt, okay, Ihr Monitor kann, ich sage jetzt einfach mal, wenn es ein guter Desktop-Monitor ist, dann schafft er eben 100% sRGB. Wenn es ein Monitor, ich sage jetzt einfach mal, in der Liga, ja, 500, eher 800 oder 1000 Euro aufwärts geht, dann hat man häufig schon Monitore, die ja, 95, 97, 98% von Adobe RGB anzeigen können. Aber wenn Sie heute einen Laptop sich kaufen und damit unterwegs sind, dann werden Sie feststellen, die kommen häufig nur so auf so 60% von sRGB. Dann wissen Sie, wenn Sie damit Bildbearbeitung machen, immer ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen Reserven haben. Aber Sie wissen das einfach und Sie wissen, das, was er darstellen kann, das ist korrekt und das ist der wichtige Punkt. Und dann können Sie, wie Michael eben auch schon sagte, dann können Sie hinterher noch korrigierend, künstlerisch eingreifen. Wenn Sie das ausdrucken, wenn Sie das weggeben,
sofern dann eben auch der Ausdruck dort eben unter entsprechenden Bedingungen gemacht wird. Und das wird heute eigentlich gemacht. Dann können Sie sicher sein, das passt. Und die Helligkeit ist deshalb so wichtig, wenn Sie die Helligkeit am Monitor falsch einstellen. Und deshalb ist es so wichtig, das Umgebungslicht zu messen. Stellen Sie sich vor, Ihr Monitor ist zu hell eingestellt und Sie korrigieren Ihre Bilder. Und Sie gehen noch an, ach, das Bild müsste noch ein bisschen heller werden, weil unten ein bisschen abgesoffen war, ein bisschen dunkel bei der Aufnahme. Ich will da noch ein bisschen was rausholen. Ihr Monitor ist aber zu hell eingestellt. Dann werden Sie Ihr Bild nie hell genug aufziehen, dass der Ausdruck hinterher auch stimmt. Deshalb ist es so wichtig, dass das Ganze eben auch auf die Helligkeit, und zwar die Umgebungshelligkeit und die Bildschirmhelligkeit bezogen wird. Ganz simples, einfaches Beispiel. Ihr Monitor kann viel mehr als ein Ausdruck. Wenn Sie mal Folgendes machen, wenn Sie eine Broschüre zum Beispiel von der Bank oder was auch immer nehmen oder von einem Autohersteller, Sie haben die Broschüre in Papierform und Sie schauen sich die Broschüre als PDF gleichzeitig am Monitor an, dann werden Sie feststellen, das tiefste Schwarz ist schwärzer auf dem Monitor. Gleichzeitig ist das hellste Weiß auf dem Monitor weißer als das hellste Weiß in der Broschüre. Das ist einfach so und dem trägt der Spider 4 Pro und der Spider 4 Elite Rechnung, wenn Sie dort das Umgebungslicht mit betrachten. Dann bekommen Sie Ihren Monitor perfekt eingestellt. Und das soll es an dieser Stelle gewesen sein, Michael. Und nicht aber ohne Ihnen ein paar zusätzliche weitere Informationen anzubieten. Scannen Sie gerne den QR-Code ab. Das Spider-E-Book ist kostenlos. Das hat einer meiner Kollegen in Verbindung mit dem Christoph Kühne. Der ist bei der Dogma, die rechte Hand vom, oder die linke Hand vom Doc Baumann. Die haben es zusammen geschrieben und das kriegen Sie kostenlos bei uns auf der Webseite. 6 Kapitel, die Sie, wenn Sie wollen, Schritt für Schritt einmal sich durchlesen können, auch einzeln gerne. Alles zum Thema Color Management aus Sicht eines Fotografen. Und ansonsten finden Sie uns mit weiteren Informationen, mit Videos bei uns auf der Seite beziehungsweise unter YouTube. Und Sie finden uns natürlich auch in YouTube, Pinterest, Facebook, LinkedIn. All da finden Sie uns und können uns kontaktieren. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann können Sie uns telefonisch erreichen unter 00800 700 870. Werktags wichtig die 00, das ist eine kostenlose Hotline von 9 bis 17.30 Uhr mit der Einschränkung 12 bis 13.30 Uhr nicht. Ansonsten, vielfach ist es so, Sie kriegen eine Anweisung, machen Sie bitte das und das. Das ist im Telefon schnell erzählt, aber auch schnell wieder vergessen. Deshalb gerne auch per Mail unter support@datacolor.com. Und damit weitere Webinare kommen. Ich denke auch mit Pentax zusammen im nächsten Jahr wieder finden Sie bei uns auf der Seite. Und dann sage ich an der Stelle, das war jetzt ein zu schnell. Halt. Lassen wir den stehen. Damit, ich habe jetzt gerade die Fragen schon freigeschaltet. Wenn Sie in das Hauptpanel gehen, finden Sie die Möglichkeit, Fragen einzugeben. Und der Michael und ich werden diese Fragen beantworten. Von unserer Seite haben wir auch noch zwei Fragen für Sie vorbereitet.